15 war ich ein recht überspanntes Ding. Ich war begeisterungsfähig und leidenschaftlich. Und da habe ich mich natürlich für dasjenige leidenschaftlich begeistert, was mir von meiner Umgebung und von meinen Lehrbüchern am höchsten angepriesen wurde. Am 10. März 1857 feierte ich meinen 17. Geburtstag. 1866, der preußisch-österreichische Krieg. Da kann kein Rotes Kreuz ausreichen und hätte es 10-mal mehr Leute und Mittel, um das Elend abzuwehren, dass er eine Schlacht im Gefolge hat. Es wurde bei mir zu einer fixen Idee. Die Kriege müssen aufhören. Die Kriege müssen aufhören. Die Kriege müssen aufhören. Und jeder Mensch muss dazu beitragen, was auch immer er kann, und sei es auch nur eine tausendstel Linie, um diesem Ziele näher zu kommen. Der Weltfriede ist keine Frage der Möglichkeit, sondern der Notwendigkeit. Es lebe die Zukunft. Nicht unserer Vatersväter wollen wir trachten, uns würdig zu zeigen. Nein. Unserer Enkelsöhne und Enkeltöchter.